So, wir sind in Las Vegas gelandet. Jetzt haben wir bei Sixt einen fetten GMC uns ausgeliehen. Ja, und damit zeigen wir euch Las Vegas. Bis gleich. Wir sind im Hotel angekommen und jetzt müssen wir einchecken. Wir sind fix und fertig. Der Flug war unglaublich lang. 11 Stunden 20. Ja, also eigentlich haben wir Lufthansa gebucht, aber wir sind durch einen Zufall an Germanwings. Nein, an Eurowings. Eurowings. Auf jeden Fall müssen wir einchecken und dann werden wir so ein bisschen rumlaufen heute. Machen wir uns mal zwei entspannte Tage in Las Vegas. Machen wir so ein Video für euch, was man hier so machen kann und so weiter. Wir sind mittlerweile, glaube ich, schon das, weiß ich, 15. Jahr hier hintereinander in Las Vegas. Deswegen für uns ist das nicht mehr so neu, aber das ist cool. So, da habe ich ein Zimmer 2532. Überraschung. Also, Koffer mitnehmen, ja. Oh ja. Cool aus. Oh. Nice. Sieht gut aus. Das gefällt mir. Schon mal. Oh, direkter Blick auf den Strip. Guck mal. Ist das nicht hart? Richtig schön. Die Scheibe natürlich hier mit Fensterputzen haben die dann nicht so. Beziehungsweise hier in dem 25. Stock, wo wir uns gerade befinden, Fenster zu putzen, ist wahrscheinlich etwas aufwendiger. Aber schön, das gefällt mir schon mal. Das Zimmer sieht echt cool aus. Ne? Hier werde ich hausen die nächsten 7 Tage. So, wir fahren zu unserem Lieblingsitaliener. Es ist der erste Abend in Las Vegas und wir müssen aus der Stadt raus. Etwas. Der ist so ein bisschen abseits, aber das ist richtig cool und extrem lecker. Heute ist hier Halloween und die Hölle los. Und da wir nicht so die Feiertypen sind, die jetzt uns verkleiden und Rambazamba machen. Deswegen fahren wir raus, gehen wir schön zum Italiener, da gehen wir jedes Jahr mehrmals hin sogar, während der Sima-Show, weil der ist echt cool und echt lecker, oder? Jo. Der ist richtig lecker. Jetzt nehmen wir so ein bisschen gleich vom Strip, jetzt haben wir rote Ampel hier mit unserem GMC und ja, aber ich bin fix und fertig für heute, ehrlich, wir sind mittlerweile 15, ja 18 Stunden unterwegs, ohne Schlaf und die letzte Nacht war sowieso beschissen. Auf jeden Fall, jetzt wird gleich grün, kannst du ein bisschen vorne aufnehmen und zeigen wir den unseren Abonnenten, was so in Las Vegas abgeht. Sehr chaotisch, sehr viel los, also jetzt abends mit dem Auto rauszufahren ist Katastrophe, ja, da gibt es nur Traffic und ja, auch die Restaurants sind einfach nur voll. Alle. Wirklich. Egal, wo man hingehen möchte, ist wirklich absolut voll. Alles. Also hier wird so die Kohle rausgeschmissen. Ne? Jetzt aber nach vorne fahren sie los. Hier rechts ist das Bellagio Hotel. Ist sehr schön. Das können wir irgendwann vorbeikommen und dann alles da aufnehmen. Das sind so schöne Fontänen. Ja. Extrem hoch. Da in dem Hotel waren wir letztes Jahr in der Bellagio. Im Prinzip haben wir schon fast alle Hotels hier durch. In Las Vegas. Ich mag das auch nicht, ständig in ein Hotel zu fahren. Da bin ich nicht der Typ für, auf jeden Fall nicht. Und ich wechsle lieber. Da kann ich ein bisschen mitreden, weißt du? Da kann ich hier und da, da war ich schon, überall war ich schon, ja. Aria waren wir auch schon mal. Ja, New York waren wir schon mal. MGM. MGM ist cool in einem Club. Wie hieß der Club? Hakasa. Mhm. Ja, das ist wirklich nicht schlecht. Deswegen waren wir auch schon mal da.
Hier gibt es alles riesige Läden. Hier rechts Louis Vuitton, Tom Ford, Tiffany & Co. Also wirklich Fendi, also wirklich Monsterläden. Ja? Übertrieben groß. Hier braucht man nur Geld, sonst nichts. Ist alles da. Rechts hier auf die Achterbahn gehen wir noch drauf. Ich sage das jedes Jahr, ich gehe da drauf. Ja? Was viele nicht wissen oder die meisten nicht wissen, ich habe Angst vor Achterbahn. Ich habe Höhenangst. Ja. Aber so im Prinzip hier rechts, ist der Mandalay Bay, ist das letzte Hotel auf dem Strip von einem größeren. Ja, also hier quasi fährt man schon raus. Also wir brauchen ungefähr noch, weiß nicht, 10 Minuten. Und dann sind wir bei dem Italiener. Also nicht weit, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Falls jemand nach Las Vegas kommt, kann er gerne auch zu unserem Lieblings-Italiener hingehen. So, heute ist Halloween. Schaut mal, sogar von der Polizei bekommen die Kinder hier Süßigkeiten. Richtig cool. Die ganzen Straßen sind voll. Ist alles abgesperrt. Darf kaum ein Auto hier reinfahren. Finde ich cool. Quasi die Kinder gehen vom Laden zu Laden und holen sich die Süßigkeiten ab. Das hier ist der Lieblingsitaliener. Richtig schön.